Das ist mein Sibirien-Husky-Rudel. Es sind 13 Hündinnen. Und wir haben seit 1995 die ersten Huskies bekommen. Sie hier ist von 97, also noch aus der alten Garde. Sie ist die Stammmutter von allen Hündinnen, die wir hier selber gezüchtet haben. Das sind alles ihre Nachfahren. Das Rudel lebt relativ dicht zusammen. Wir haben nur drei Teams gebildet, die miteinander im Zwinger leben, aber draußen im Auslauf sind alle zusammen und auch im Team rennen alle zusammen. Und wir sind ziemlich erfolgreich. Wir haben 2008 die Weltmeisterschaft in der Mitteldistanz gewonnen und sind 4-mal Europameister geworden und 7-mal Deutscher Meister. Ist relativ interessant, denn die ist nicht so lehrbuchmäßig. Man kann nicht genau sagen, das ist hier der Ranghöchste, weil eigentlich wäre sie das. Alle lassen sich von ihr oder würden sich von ihr das Futter wegnehmen lassen. Sie macht aber von diesem Recht keinen Gebrauch, die Susi, sondern kümmert sich nicht so um die Rudelführung. Und meine beste Leithündin aller Zeiten, Susi war auch gut, aber die ist noch besser, eine Tochter von ihr, die ist auch im Rudel die rangniedrigste, also die rangunterste. Und wie man im Freilauf sehen kann, die Rudenhaltung ist bei den Huskies immer, wenn die Hunde gut drauf sind, immer Rute nach oben. Das sind reinrassige Sibirien-Huskies und die sind noch ziemlich nah mit dem Wolf verwandt. Das merkt man daran, dass sie nicht gut bellen können. Die heulen aber ziemlich viel. Und an den grauen Exemplaren in meinem Rudel sieht man die Verwandtschaft auch noch besonders deutlich. Aber sie sind wesentlich menschenfreundlicher und zutraulicher als Wölfe sind. Beta-Team!